Ich bin Shai Hoffmann, ich komme aus Berlin, bin Betriebswirtschaftler und ja, freue mich hier zu sein und über Crowdfunding zu sprechen. Oh, jetzt fällt der Buschel hier runter. Ich lasse den jetzt einfach mal weg. Genau, also Crowdfunding und Crowdinvesting, das ist das Thema und ich möchte erstmal so ein bisschen euch sagen, worüber wir heute reden. Erstmal stelle ich mich vor. Dann gibt es so einen kleinen Abriss der Karma Chucks Kampagne, die wir entwickelt haben, beziehungsweise die mein Kumpel entwickelt hat, die er mir dann weitergegeben hat. Dann wirklich die Karma Chucks Kampagne, wie wir die angegangen sind, beziehungsweise ich sie angegangen sind. Dann Crowdfunding und Crowdinvesting. Wird oft als Synonym benutzt, gibt aber feine und ja, sehr wichtige Unterschiede, die man beachten muss. Und zum Schluss können wir dann diskutieren. Zu mir. 1999 habe ich mit Ach und Krach meinen Realschulabschluss geschafft. Dank meinen Eltern. Eigentlich wollte ich nämlich schon immer mal singen. Und meine Eltern haben mich aber doch gezwungen, eine Ausbildung im Soratotel zu machen. Und nachdem ich ein halbes Jahr Page war und dann im Housekeeping, Toiletten geputzt, Geschirr gewaschen, quasi habe ich meine Ausbildung glücklicherweise beendet. Durfte danach, hatte ich den Segen meiner Eltern, das zu machen, was ich wollte. Und habe mich dann 2004 bei Star Search beworben. Das ist so eine Castingshow gewesen, ähnlich wie DSDS. Habe da gesungen und dann bin ich durch Zufall, oder es hat mich eine Dame entdeckt bei Sat.1, die sich mit mir getroffen hat und mich dann eingeführt hat in diese ganzen Vorabendserien, in denen ich gespielt habe. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Verliebt in Berlin und dann Verbotene Liebe. Das habe ich bis 2008 gemacht und dabei möchte ich anmerken, dass die Dame, die ich getroffen habe, dass es rein nicht sexuell war, ne? Also das war alles sauber. Wir haben uns getroffen zum Frühstück und sie hat mir den Chef von Grundy vorgestellt und glücklicherweise konnte ich über ein Casting in einem Castingstudio mit Kamera und so überzeugen. 2008 habe ich mich dann aber entschieden, nach der verbotenen Liebe nochmal zu studieren, weil mir das irgendwie ja, nicht so ausgereicht hat. Und dadurch, dass ich aber kein Abitur habe, musste ich ganz schön kämpfen, um auf die Hochschule für Wirtschaft und Recht zu kommen. Es gibt einen Paragraphen im Hochschulgesetz, der sagt, dass man mit einer abgeschlossenen Ausbildung studieren darf. Und Berufserfahrung, also abgeschlossene Ausbildung plus Berufserfahrung. Und deswegen konnte ich studieren, habe von 2009 bis 2013 studiert, durfte auch nach New York und habe da ein Auslandssemester verbracht. Auch eine spannende Zeit, aber nicht alles, was glänzt, ist Gold, kann ich nur kurz abschließend sagen zu meinem Auslandssemester. 2013 habe ich aber gedacht, Mist, jetzt keine Uni mehr, mir ist langweilig. Ich habe natürlich nebenher immer Projekte gemacht und so, also war immer sehr aktiv und habe mich dann am HPI in Potsdam für die School of Design Thinking beworben. Das ist eine Schule, in der man lernt, an Innovation zu forschen, anhand einer ganz bestimmten, ja, anhand eines ganz bestimmten Modells. Sehr spannend, kann ich euch übrigens auch empfehlen. Auch viele Architekten mit drin und generell, man wird in Teams zusammengepackt, die sehr interdisziplinär sind, sodass man quasi, wenn man eine Problemstellung bekommt, halt wirklich ja, so viel wie möglich an Perspektiven von den einzelnen Gruppenmitgliedern bekommt. 2013 hat mir dann auch mein Kumpel Wanbo das Projekt Karma Chucks gegeben und hat gesagt, hier, ich habe die erste Ernte gemacht. Also die erste Ernte ist quasi die erste Produktionsrunde und du machst jetzt die zweite Produktionsrunde, dazu gleich mehr. Und parallel habe ich mich aber auch dann selbstständig gemacht, ein bisschen strukturierter und habe gedacht, okay, was sind meine Angebote und bin dann über dieses Karma-Chucks-Projekt dazu gekommen, Crowdfunding-Beratung anzubieten. Marketing war mein Hauptfach in der Uni, habe aber nebenher große Uni-Partys in Berlin organisiert und habe auch meine Band, die ich in der Uni gegründet habe, quasi gemanagt und wir haben ganz viel in Berlin gespielt. Also es war dann auch, wie vorhin erwähnt bei Oliver, auch so ein Weg quasi, der im Prinzip, der geschrieben war, dass ich irgendwann selbstständig werde. Ich könnte, glaube ich, auch gar nicht in so einem hierarchischen Unternehmen arbeiten. Das Hotel
Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gelebt, also erlebt habe. Und falls ihr, euer Sohn oder eure Tochter ankommen sollte und sagen sollte, ich möchte Hotelfach oder Hotel, also Fachmann oder Fachfrau werden, redet nochmal mit ihnen. Das ist echt ein scheiß Beruf. Kommen wir so ein bisschen zur Karma-Chucks-Idee. Wer kennt den Schuh? Hebt die Hand. Wer hat den Schuh? Wer hat den Schuh? Sehr gut, es haben nicht ganz viele diesen Schuh. Die Hand bleibt oben. Wer hat den Schuh? Genau. Wer weiß, dass Converse von Nike ist? Das wusste ich nämlich auch nicht. Nike hat Converse gekauft. Und jetzt ratet mal, wie viel ein Converse-Schuh made in Bangladesch kostet. Wie viel? Ja, ein Ticken mehr. Roundabout $2. $2, bis der Schuh aus der Fabrik rauskommt. Natürlich exklusive Shippingkosten und so. Und bitte? Ja, also Bangladesch war es vielleicht früher. Jetzt, also auf jeden Fall irgendwo in Fernost. Also in den Billiglohnländern auf jeden Fall. Genau, Shippingkost. Converse verkauft den Schuh in der Regel für 969 Euro in Deutschland. Also könnt ihr euch vorstellen, was für eine riesen Marge drauf liegt. Genau, was ich sagen wollte, ist natürlich Converse unter schlechten Bedingungen, die nutzen Arbeiter aus, Nike vor allen Dingen, ne? Auch wenn ich jetzt Nike-Schuhe anhabe. Die habe ich aber, weil ich schon über 30 bin und Rückenschmerzen habe. Und mit diesen Schuhen habe ich sie nicht mehr. Das ist wirklich der Knaller. Ist mit den Karma-Chucks natürlich auch so, aber mein Koffer ist geklaut worden, beziehungsweise habe ich liegen lassen und deswegen habe ich sie heute nicht dabei. Ich wollte es euch mitbringen gerne, aber leider müssen wir uns mit diesem Foto begnügen, beziehungsweise nachher kommen gleich noch andere Fotos. Wanbo Lemenz ist ein Kumpel von mir. Genau, ist ein Kumpel von mir. Sehr geschäftiger Mann, Architekt, hat die Hartz-IV-Möbel entwickelt. Hartz-IV-Möbel ist jemand mein Begriff. Der hat quasi ein Crowd-Buch geschrieben mit ganz vielen Leuten zusammen und da stellt er im Prinzip Baupläne zur Verfügung zu Designermöbeln, die man für 24 Euro zum Beispiel bauen kann. Und die Grundidee dahinter ist, dass quasi Designermöbel für jeden zugänglich sein sollen. Und er stand vor der Kaufentscheidung, möchte er weiterhin rote Converse Chucks kaufen, weil er welche hat. Die mochte er sehr, sehr gerne und stand dann irgendwie in Amerika im Laden und dachte sich so, hat dann gerochen und dachte sich so, oh, das riecht schon irgendwie komisch und hat gesehen, wo es produziert wurde und dachte sich so, das kann einfach nicht mit gutem Karma gemacht worden sein. Und kam dann auf die Idee, ist dann in sein Hotel gegangen, hat dann recherchiert und hat jemanden gefunden hier in Deutschland, der bereits Fairtrade-Schuhe produziert. Und dem hat er diese Idee vorgetragen. Das ist Athletic, also Mark Solterbeck. Athletic ist eine Firma, die macht so Fairtrade-Klamotten. Und Mark war sofort begeistert und hat mit Bambo zusammen im Prinzip diese Karma-Chucks, wie er das genannt hat, konsumiert, beziehungsweise hat ihm die Infrastruktur in die Länder ermöglicht, die eben diesen Chuck unter Fernbedingungen produzieren können. Die Grundmotivation dahinter waren eben, dass keine schlechten und giftigen Plastiken verwendet werden in dem Schuh. Das ist bei dem Converse Chuck zum Beispiel so, dass giftige Industriekleber verwendet werden. Das wird beim Karma Chucks, es ist rein Naturkautschuk. Keine Kinder, die ausgebeutet werden, auch keine Arbeiter, die ausgebeutet werden und 18 bis 20 Stunden Tage haben und eben kein schlechtes Karma. Hat dann überlegt, wie mache ich denn das, ohne, im Prinzip will er ja nur ein Paar Schuhe, ne? Er möchte halt nicht ein Schuhhändler sein oder wir wollten in dieser ganzen Karma-Chucks-Kampagne keine Schuhhändler sein, sondern wir wollten wirklich lediglich ein Paar Schuhe haben, also ein Paar haben. Und Mamo hat gedacht, okay, ich muss die Mindestbestellmenge von 500 Schuhen garantieren. Wie mache ich denn das? Ich möchte nicht 500 Schuhe kaufen,
die vielleicht 70 Euro kosten. Das ist eine gigantische Masse an Kohle, fast 35.000 Euro. Und deshalb hat er diese Art der Finanzierung gewählt, Crowdfunding. Und Crowdfunding ist im Prinzip ein demokratisches Finanzierungsmodell, was dir ermöglicht, ohne Risiken im Prinzip an Geld zu kommen und auch noch von der Crowd und deren Schwarmintelligenz, die sie dir ja gibt, weil sie dein Projekt unterstützt, zu profitieren. Und im Prinzip ist das dieses Gebilde hier, Startnext, ist eine der ist momentan die größte deutsche Crowdfunding-Plattform, ist auch Marktführer, ist im Prinzip der Vermittler. Gibt eine Plattform zur Verfügung, wo Projektstarter ihre Idee kommunizieren können. Die Crowd, die sich auf Startnext tummelt, findet deine Idee. Wenn sie davon überzeugt ist, gibt sie nicht direkt dir Geld erstmal, sondern sie gibt der Fiederbank Geld. Sie überweist quasi dieses Geld, also schon dir, ja, aber zwischengeschaltet ist die treuhänderische Fiederbank, die im Prinzip das Geld verwaltet, solange bis die Projektidee erfolgreich ist. Erst wenn die erfolgreich gefundet ist, also angenommen, er braucht 34.000 Euro und 34.000 Euro kommen zusammen, erst dann schüttet die Bank dieses Geld frei. Und man muss im Vorhinein, muss man natürlich als Kunde erstmal sich registrieren bei der Fiederbank, muss sich verifizieren und so weiter. Also es ist wie eine ganz normale Bankanmeldung. Fiederbank ist eine soziale Bank, die die spekulieren nicht mit Geld, sondern man bezahlt auch zum Beispiel gar nichts. Also sie erhoffen sich natürlich, dass man dann irgendwann, wenn man ordentlich dick im Business ist mit seiner Projektidee, dass man dann vielleicht irgendwann mal sein Geld da anlegt. So. Das ist das Video auf der Crowdfunding-Plattform, was ich gedreht habe. Wollen wir uns das kurz angucken? Gut, dann labert er mal nicht. Hallo, ich bin Van Bo, ich bin der Erfinder der Karma-Chucks. Die sehen so aus, die haben wir letztes Jahr produziert und jetzt kommen neue. Mit diesem Mann hier, das ist Shai Hoffmann. Hi Van Bo. Hey Shai. Danke dir. Ich bin Shai und ihr dürft mit mir zusammen dieses wunderbare Projektgeschenk von Van Bo weiterführen. Es ist Give and Take. Er gibt es mir, ich nehme es, ich gebe es euch und ihr nehmt es hoffentlich auch. Ich finde die ganze Idee einfach ziemlich cool. Das Geniale daran ist, dass es überhaupt weitergeht. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe über die Farbe mit entschieden und bin auch sehr froh, dass eine der Farben, die ich wollte, mit dabei sind. Pow! Bam! Abgefahren! Grau und Receder Green, das wären die neuen Karma Chucks Farben. Es geht natürlich darum, dass wir zusammen in der Crowd entscheiden, was passiert mit dem Schuh. Die Farbe des Schuhs steht. Jetzt seid ihr gefragt. Seid kreativ, weil es gibt einfach bei diesem ganzen Projekt nichts zu verlieren und es gibt so viel zu gewinnen. Karma Chucks sind Schuhe, die eigentlich fast genauso aussehen wie die Chucks von Converse, aber sie haben ein wesentlich besseres Karma. Der Grund dafür ist einfach, dass die Schuhe ökologisch produziert werden, also es wird auf Chemikalien verzichtet, wir benutzen Biobaumwolle und die Sohle, die besteht ja aus Kautschuk, der aus Sri Lanka kommt. Und die Bauern, mit denen wir da zusammenarbeiten, die werden halt auch fair behandelt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu den normalen Chucks. Wir versuchen also diese Schuhe mit unseren Lieferanten, das sind Fairtrade und Bio-Lieferanten, selbst zu produzieren. Die brauchen eine bestimmte Menge. Die können nicht ein Paar produzieren, sondern man braucht schon so mindestens 500 Stück oder mehr. Und über Crowdfunding ist das jetzt heute möglich, dass wir diese Unterstützer bündeln im Internet und gemeinsam diese Großbestellung aufgeben. Ich kann bestätigen, dass auf jeden Fall alles, was man was man üblicherweise abcheckt, um die Nachhaltigkeit einer Lieferkette zu sichern, dass das alles berücksichtigt worden ist, und zwar im weitaus größeren Maße, als es oftmals bei anderen Anbietern der Fall ist. Die Schuhe machen gutes Karma, weil man tatsächlich mit gutem Gewissen diese Schuhe tragen kann. Karma Chucks zu tragen ist ein Stück sein Bewusstsein auch zu zeigen. Es ist auch ein Stück Kapitalismuskritik. Ich freue mich total darauf, die Crowd darin zu unterstützen, diese Schuhe zu produzieren, und freue mich dann darauf, sie nächstes Jahr in meinen Händen zu halten. Von den Karma Chucks verspreche ich mir, dass sie mich halt überall hintragen, wo ich gerne hin möchte, und dass sie bequem sind und ganz lange halten. Liebe Crowd, lasst uns gemeinsam die Karma Chucks aufs nächste Level heben. Es gilt, diese beiden wunderschönen Karma Chucks hier zu produzieren, und dafür brauchen wir euch. Auf geht's, liebe Crowd. Van Bo ist dabei. Ich bin dabei. Seid ihr dabei? It's Karma, Baby. Ich zähle auf euch.
Genau, also das war das Kampagnenvideo, was wir dazu geschossen haben. Und alleine die Vorbereitung für die zweite Kampagne hat in etwa 2 Monate gedauert. Also man muss sich wirklich sehr gut überlegen, wie möchte man seine Kampagne präsentieren, weil wenn man die Präsentation nicht so hinbekommt, dass man die Crowd überzeugt und das Vertrauen vor allen Dingen gewinnt, dann klappt das in der Regel nicht so gut. Ich möchte einmal kurz auf die Kampagne eingehen. Erstmal auf die Kampagne von Wanbo. Wanbo hat, wie gesagt, 20.000 Euro benötigt und generell allgemein hat er dann im Prinzip 31.000, also knapp 32.000 eingesammelt. Das ist eine Überfinanzierung von 160%. Das geht auch. Das bedeutet, die Crowd kann einfach weiter einzahlen und mit dem Übergeld, was man dadurch bekommt, kann man dann entweder die Produktion erweitern oder ausbauen oder man bietet man halt mehr Schuhe an, in dem Fall. Oder man nimmt das Geld, was übrig geblieben ist, weil man ja nur 500 Schuhe hat und spendet dieses Geld quasi gemeinnützigen Organisationen in Pakistan beispielsweise. Die ganze Idee dahinter ist im Prinzip wirklich, dass man den Schuh zusammen mit der Crowd prosumiert. Also wir haben so ein bisschen andere Terminologien benutzt, wie zum Beispiel das Prosumieren. Wir produzieren das, was wir konsumieren. Deswegen die Wortzusammensetzung Prosumer. Und es geht darum, dass wir wirklich den ganzen Wertschöpfungsprozess, wir nennen ihn Werteschöpfungsprozess, weil wir im besten Fall wollen wir natürlich Werte schaffen mit dem, was wir machen. Und deswegen sind wir unter anderem auch im Rahmen dieser Kampagne tatsächlich nach Indien geflogen, nach Sri Lanka, auf die Kautschukplantage geflogen und haben geguckt, wie sehen denn die Hände von diesen Bauern aus, die Baumwolle pflücken. Sind die verätzt von den ganzen Pestiziden oder geht es denen gut? Und es war tatsächlich so, dass Wanbo leider nicht zur Erntezeit da war. Ich habe das aber glücklicherweise nachgeholt und wir haben im Prinzip aus unserer Crowd, also aus meiner zweiten Ernte-Crowd, haben wir dann ein Crowd-Mitglied darunter geschickt nach Indien und der hat sich dann vergewissert. Also ich war leider nicht in Indien. Aber der Naturkautschuk aus Sri Lanka, dann das eigentliche Assembling der Schuhe in Pakistan. Und da ist Wanbo, wie ihr seht, auch selbst hingeflogen, hat sich wirklich vergewissert, dass die Zugang zu Wasser, zu Trinkwasser haben, die Arbeiter, dass eben auch keine Arbeiter ausgebeutet werden. Natürlich, wenn Wanbo wieder weg ist, wer weiß, wie es da wirklich ist. Ja? Wir vertrauen aber dem Fabrikbesitzer, der eigentlich einen relativ vertrauenswürdigen Eindruck macht und auch wirklich sehr, sehr mit uns arbeitet, da so eine Fairtrade-Organisation beziehungsweise das Geld, was ja, also Fairtrade, die Organisation, ist ja im Prinzip dafür da, weil ein Prozentanteil der Umsätze im Prinzip in einen Topf fließt, den quasi die Mitarbeiter dieser Fabrik verwalten dürfen und die dürfen dann entscheiden, was passiert mit den Geldern, sollen Kindergärten gebaut werden, Krankenstationen, noch eine Trinkanlage etc. Und all diese ganzen Bemühungen, die waren schon sehr, sehr spürbar und das hat uns sehr bekräftigt auch. 2013, wie gesagt, hat er sich auf die Reise gemacht nach Pakistan, Sri Lanka und Indien. In Indien leider nicht erfolgreich. Diese Dokumentation lief dann auf Galileo am 9. Oktober. Und das war im Prinzip auch am Oktober lief die Galileo-Reportage und die Packaging-Party, weil wir im Prinzip ja den ganzen Wertschöpfungsprozess selbst in der Hand haben, packen wir natürlich diese Schuhe auch selbst ein, kleben dann Versandzettel drauf und leider sind wir noch nicht so weit, dass wir den ganzen Versand- bzw. Logistikprozess auch selbst machen können. Das habe ich versucht zu machen. Aber das ist eigentlich so gut wie gar nicht machbar gewesen. Also vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass ich auch gar kein Geld bekommen habe. Also niemand von uns hat Geld verdient. Alle haben es freiwillig gemacht und haben sich quasi ein bisschen ausgebeutet.
was jetzt auch in der dritten Ernte nicht mehr so sein wird, weil man wächst ja mit diesen Projekten und man lernt dazu. Und das kann nicht sein, dass wir am Ganges dafür sorgen, dass eben sich keine Leute ausbeuten und wir hier aber uns ausbeuten. Das ist ein kleines Ungleichgewicht, was wir auf jeden Fall beheben müssen in der nächsten Ernte. Ende Juli gab es diese Packaging Party, wo Wanbo mir dieses Projekt übergeben hat. Und seit August im Prinzip habe ich dann versucht, diese Kampagne zu planen, also meine Kampagne, meine zweite Kampagne. Und wollte, das war mein persönliches Ziel, zur Galileo-Ausstrahlung, weil das natürlich Medien- aufmerksamkeitswirksam war, diese Ausstrahlung, dann online zu sein mit meiner Kampagne. Bevor ich aber zu meiner Kampagne komme, eine kleine Exkursion mit den 6 Erfolgsfaktoren für Crowdfunding, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Nummer 1. Ging ein bisschen zu schnell. Nummer 1 ist natürlich erstmal zu überlegen, okay, also erstmal ein Konzept schreiben. Schreibt euch eure Idee auf, weil meistens, wenn man dann diese Idee zu Blatt gebracht hat, stolpert man über einige Sachen, an die man vielleicht so gar nicht gedacht hätte. Redet mit Freunden darüber, redet mit Bekannten darüber, diskutiert, das ist ein ganz wichtiger Austausch, der da stattfindet. Dann natürlich die generelle Ideenformulierung. Und das ist ganz oft so, dass viele an der Komplexität ihrer Idee scheitern. Ja, diese Idee ist meistens so groß und man ist so visionär. Aber im Prinzip müsst ihr das greifbar machen. Ihr müsst das so greifbar machen, dass im Prinzip quasi, wenn jemand hier um die Ecke kommt und du pitchst diese Idee in 15 bis 20 Sekunden, muss diese Person das erzählen. Also Komplexitätsreduzierung ist sehr wichtig. Wenn das erledigt ist, müsst ihr überlegen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte? Und wo tummelt sich die Zielgruppe rum? Am Hasso-Plattner-Institut, bei der Design Thinking Schule, haben wir zum Beispiel den Ansatz gewählt des Point of Views. Da definierst du im Prinzip einen Charakter, der stellvertretend oder der einen guten Querschnitt deiner ganzen Zielgruppe bildet. Und dieser Charakter oder diese Problemstellung, die du quasi identifizierst, zu dieser Problemstellung solltest du eine Lösung parat haben mit deiner Idee oder mit deinem Konzept. Und das ist quasi die POV-Herangehensweise. Die empfehle ich immer. Und das ist natürlich die Zielgruppe, die Definition der Zielgruppe ist immer sehr wichtig. Welche Plattform wähle ich eigentlich? Es gibt mittlerweile enorm viele Crowdfunding-Plattformen und es kommen immer mehr dazu. Und da den Überblick zu behalten, ist schwierig und man muss sich wirklich auseinandersetzen mit den einzelnen Plattformen. Wo liegen deren Schwerpunkte? Startnext beispielsweise ist sehr für soziale und kreative Projekte geeignet. Auch, wie gesagt, der größte mit den meisten Facebook-Fans, was auch nicht unwichtig ist. Wobei Facebook auch immer weiter an Stärke verliert, leider. Bergfürst ist zum Beispiel eine Crowd-Investing-Plattform. Bei der geht es eher darum, wenn man ein skalierbares Geschäftsmodell hat und tatsächlich sehr viel Geld raisen möchte, sollte man zu Bergfürst gehen, weil Bergfürst die Möglichkeit gibt, zum Beispiel auch im Prinzip Anteile an deinem Unternehmen zu kaufen, die du dann auch handeln kannst, also wie an der Börse. Genau. Teambuilding ist auch sehr, sehr wichtig. Macht es um Gottes Willen nicht alleine, holt euch Leute rein. Meine Devise ist immer, das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, ich glaube irgendein Microsoft-Chef oder so hat das mal gesagt, er holt sich immer ins Team Leute, die ihn selbst dumm fühlen lassen. Und das heißt, ihr solltet euch immer Leute ins Team holen, die eure Kompetenz oder die Kompetenzen mitbringen, die ihr nicht habt. So, damit ihr euch wirklich befruchten könnt und von Synergien auch im Prinzip profitieren könnt. Danke. Teambuilding, sehr wichtig. Und unter Teambuilding natürlich ganz kurz, das Video, was ihr gerade gesehen habt, das hat, wie gesagt, ungefähr 1,5 Monate gedauert, bis es fertig war. Die ganze Vorplanungsphase war ewig lang. Dann musst du natürlich Leute suchen, die erstmal für kein Geld das machen. Also das ist ein professionelles Filmteam oder eine
Produktionsfirma, die Reframe heißt. Glücklicherweise ein Kumpel von mir, der sich bereit erklärt hat, dieses Video zu drehen. Aber was ich sagen möchte, so ein Video ist extrem wichtig. Das Video könnte man aber auch, Wanbo zum Beispiel in der ersten Ernte hat das Video mit seinem iPhone gedreht. Wenn die Idee gut ist und die Idee gut rübergebracht wird, dann könnt ihr im Prinzip auch ein iPhone nehmen und dann ein Kampagnenvideo drehen. Also was ich damit sagen will, ein Team sich zusammenzustellen, zu überlegen, welche Komponenten brauche ich, nach dem Komponentenmodell zu arbeiten, ich glaube, das ist der Faltin, das Faltin-Modell. Faltin ist ein Professor an der Uni in Potsdam, glaube ich, oder? In Berlin, sehr gut, war nur eine Testfrage. Genau, und Faltin arbeitet nach dem Komponentenmodell. Er sagt, heutzutage als Unternehmer brauchst du im Prinzip nur die Idee und alles das, was du brauchst, Logistik, Marketing, Presse, Vertrieb, das kannst du dir quasi wie Komponentenbausteine zusammenbauen und davon profitieren. Und nichts anderes wie du, wie war dein Name nochmal? Frank, genau, wie Frank gesagt hat, man moderiert eigentlich größtenteils nur. Im Prinzip ist das ganze Karmanschaks-Projekt eine reine Moderation gewesen. Transparenz ist ganz wichtig. Man muss bei Crowdfunding, gerade bei Crowdfunding, im Unterschied zu Crowdinvesting, aber darauf komme ich nochmal, Crowdfunding bekommt man die Crowd oder bekommt man Geld von der Crowd, weil die Crowd sich emotional mit deinem Projekt identifiziert. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Sobald die Crowd oder sobald du als Projektunterstützer denkst, boah, diese Idee finde ich geil, ich mache das nicht, weil ich unbedingt davon Profite haben möchte, sondern weil ich wirklich das gut finde, dass sich jemand dafür einsetzt, dass die Schuhe in Pakistan unter Fernbedingungen produziert werden, dann willst du auch ein Teil dieses Projekts werden. Und deswegen haben wir das als einen sehr wesentlichen Bestandteil dieser Erfolgsfaktorenliste herausgearbeitet. Die Transparenz, wir veröffentlichen Kostentabellen, was kostet jede einzelne Position, wir kommunizieren alles, wir fragen beispielsweise Umfragen zum Beispiel zur Farbe der Schuhe, zur Farbe der Sohle, Farbe, wirklich, sollen wir das mit der DHL schicken oder sollen wir das irgendwie alleine organisieren? All diese Fragen kommunizieren wir ganz transparent mit der Crowd und wir profitieren im Gegenzug dazu halt wirklich von dieser Schwarmintelligenz. Und es ist unfassbar. Und bevor ich dieses Projekt gemacht habe, hätte ich mir nie erträumt, was für eine Power so eine Crowd hat. Es ist wirklich unglaublich. Wenn ihr euch eine Crowd aufbaut, die das gut finden, was ihr macht, dann könnt ihr von so viel profitieren, weil da so viel Know-how zusammenkommt. Denn wenn ich eine Idee habe und euch in meine Idee mit einbeziehe, dann kommt am Ende sicherlich eine noch viel größere Idee bei raus, weil ich von jedem Einzelnen profitiere. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und diese Transparenz muss man eben geben, damit man dieses Vertrauen der Crowd bekommt und damit die Crowd sich auch in gewisser Weise öffnet. Ja, es ist eigentlich, liegt es an dir. Also du kannst dir einen Twitter-Account, du kannst ja die Plattform hat einen Blog und in diesem Blog kommunizierst du mit der Crowd, die dein Fan wurde auf dieser Plattform und die vielleicht auch Geld gegeben hat. Du kannst aber auch eine Multi-Channel-Strategie fahren und Facebook, Twitter dazu schalten. Das geht auch. Das wird aber auch über die auf der Plattform gibt es da so ein Kästchen, das kannst du integrieren. Genau. Aber das kannst du strukturieren, wie du möchtest. Du sagst gerade, so eine Idee wird dann größer. Ja. Mit der Crowd. Denke ich auch. Hast du denn das Gefühl, dass man von seiner eigenen Idee eine Menge, also dass die ein Stück weit auch aus Bestandteilen besteht, wo ich auch was abgebe, wo ich sage, das gefällt mir jetzt aber nicht, wenn die Crowd in die Richtung geht? Das zerstört so ein bisschen meine Idee oder? Man muss sehr offen sein dafür. Es gab einige kritische Momente, wo man dann auch abwägen muss, weil letzten Endes stehst du mit deinem Gesicht als Projektstarter da und so schön wie alles ist, ja, aber es kommen ja
der Jurist, es kommen ja tatsächlich Kaufverträge zustande auch. Ne? Also wenn Leute mir Geld geben, dann bin ich in der Leistungserbringungsschuld. Und wenn ich im Prinzip irgendwas für nicht ganz schlüssig erachte, was mir die Crowd gibt, dann muss ich halt argumentativ natürlich der Crowd erzählen oder erklären, warum ich mich dafür entschieden habe. Und dann gibt es die Leute, die vielleicht abspringen. Damit muss ich rechnen. Aber im Prinzip bist du immer der Kopf, der im Prinzip das entscheidet. Und das solltest du auch ganz rational machen. So. Diese Position von Projekten gibt man auch nicht auf. Bitte? Diese Position gibt man in dem ganzen Prozess auch nicht auf. Man im Prinzip neben der Moderation schon mal auch mal einen Eckpunkt setzt, wo man sagt, so ein bisschen und nicht weiter und das geht so nicht. Genau, ja. Also das sollte man tun, ja. Weil ansonsten artet das ja vielleicht in irgendwelche Richtungen, die einfach auch dann unproduktiv sind. Die sehr viel Energie kosten. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum es so wichtig ist, bei Marktforschungsuntersuchungen so präzise Fragen wie möglich zu stellen. Und seit dem Projekt weiß ich es. Also es ist wirklich enorm wichtig, genau zu überlegen, wie formuliert man eigentlich seine Idee oder das, was man zur Wahl stellt dann. Ja. Genau, ja. Das widerspricht sich aber so ein bisschen mit, also was ich dazu, also man sollte sich schon eingrenzen, aber man sollte trotzdem den Menschen auch die Freiheit lassen, verrückte Ideen zu entwickeln. Das ist es nicht. Man sollte aber dann trotzdem immer wieder überlegen, guck mal, das ist unser Fundament, was wir haben, und wir können nicht auf einmal irgendwie die Schuhe, keine Ahnung. Jetzt in dem, es war relativ klar, was wir hier produzieren. Es gibt aber andere Ideen oder andere Projekte, bei denen ich mir vorstellen kann, dass die Crowd Ansprüche erhebt auf ihr Mitwirken. Wie zum Beispiel, es gibt Crowd Reporter jetzt zum Beispiel, das hatte ich vorhin erwähnt. Das ist ein Zusammenschluss von 20 Journalisten, die jetzt ein Experiment gestartet haben. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir wollen unabhängigen und werbefreien Journalismus produzieren, haben eine eigene Crowdfunding-Plattform gegründet, crowdreporter.de, und du kannst dann im Prinzip mit 60 Euro pro Jahr kannst du einen Vertrauensvorschuss oder gibst den jetzt quasi einen Vertrauensvorschuss, und die produzieren für dich als Abonnent 365 Tage ein kostenloses Online-Magazin. Oder, also für dich nicht kostenlos, aber ein werbefreies Online-Magazin. Und die werben zum Beispiel auch damit, dass wir Journalismus für euch machen. Und ich bin sehr, das ist halt ein mega Versuch. Ne? Es könnten Leute sein, die da Geld gegeben haben, die vielleicht, weiß nicht, ein bisschen rechtspopulistisch angehaucht sind, die dann auf einmal sagen, hier, wir haben so viele Anteile gekauft, wir möchten gerne, dass auch diese Themen behandelt werden. Und das ist halt gerade, da tut sich halt gerade auch so viel, und es ist gerade auch eine absolute Spielwiese, ne? Inwiefern. Aber das Voting passiert ja mit dem Beitrag, nicht sozusagen durch einen direkten Einfluss auf den Journalismus. Erstmal mit dem Beitrag, aber die werben damit, dass du als Investor im Prinzip der Grund bist, wofür sie Journalismus machen. Und es wird in Zukunft dann auch so sein, dass du deine Interessen, quasi per, weiß nicht, wahrscheinlich per, auch per irgendwelcher Umfrage kundgeben musst. Und dann werden sie gucken, wo sind die Interessensfelder am größten, wo ist der größte Schnittpunkt. Und dann werden sie den Journalismus darauf abzielen. Also du kannst dann wirklich, du sagst dann, was sind deine Interessen, und dann wird der Journalismus im Prinzip für die Crowd gemacht. Gut, wobei die Gefahr ja im Prinzip da dann nur da ist, dass wenn ich jetzt welche habe, die zum Beispiel irgendwie was recht Klassisches haben wollen, dass die dann halt abspringen, wenn ich sage, nee, ja, ist nicht. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie die es rechtlich gemacht haben. Es gibt ja dann auch diese Widerspruchsfrist, die man, oder das Fernabsatzgesetz, was greift, gerade im Internet, dass du innerhalb von 14 Tagen widerrufen kannst. Das war bei unseren Schuhen zum Beispiel. Das ist sehr verwaschen auch meistens. Aber dazu komme ich vielleicht später nochmal. Du hast recht. Also es gibt Leute, auch bei mir, bei dem Projekt von uns, sind Leute abgesprungen, weil sie irgendwann gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Weil ich, ja, vielleicht komme ich. Ja.
Ja, zum Beispiel. Ja, es gab noch andere, also Abstimmungen, die ich zur Wahl gestellt habe. Vielleicht komme ich dazu noch mal, bitte. Eine ganz kurze Verständnisfrage zum Finanzierungsmodell, also zum Crowdfunding. Die Leute, habe ich das nicht verstanden, dass die Leute zum Beispiel bei diesem Projekt jetzt erstmal nur für die Möglichkeit, später diese Karma-Chucks zu kaufen, erstmal nur dafür bezahlt haben, beziehungsweise auch auf die, für die Einflussnahme, weil die haben jetzt nicht 50 Euro bezahlt und kriegen danach die Chucks, sondern die zahlen jetzt meinetwegen 10 Euro, 12 Euro, was auch immer sie für wertvoll erachten und haben dann später die Möglichkeit, diese Chucks zu kaufen. Nee, also es gibt auch da wieder verschiedene Modelle. Bei uns im konkreten Fall war das so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mit euch zusammen den Schuh prosumieren und ihr könnt uns quasi schon, oder ihr könnt euch schon einen Schuh kaufen. So. Und du bezahlst uns quasi 69 Euro und kannst dann oder musst hoffen, dass das Funding erfolgreich wird. Denn wenn es nicht erfolgreich wird, dann geht das Geld wieder zurück zu dir und du gehst kein Risiko ein. Und da liegt auch der Knackpunkt von Crowdfunding. Und da spielen auch wieder emotionale Faktoren mit rein. Denn wenn du ein Projekt gut findest und es unterstützt und du siehst, oh scheiße, da fehlen also noch 10 Tage, da fehlen noch 12.000 Euro, dann wirst du und, weiß nicht, 250 andere Leute intensiv in eurem Netzwerk dafür Werbung machen, dass die unterstützen sollen. Und so bekommt man halt eine Reichweite und eine Bekanntheit auch.